So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Beast Inside. Ja, wir sind noch immer in dieser komischen Mine und müssen diese verkackten Lichter finden. Oh mein Gott, das wird richtig schwer. Das ist ja so ein Irrgarten hier. Und nach den Lichtern soll man sich orientieren. Und ich hoffe nur, dass er es beim letzten Mal gespeichert hat, wo wir waren. Offensichtlich nicht. Fuck off, ne? Wie sind wir denn hier durchgekommen? Wir waren durch die zerbrochene... Warte mal eben. Ne, wir sind richtig. Wir sind hier bei der 3, alles klar. Ich würde sagen 13, ne? Das ist doch... Es sieht da auf jeden Fall aus wie die andere Ebene, ne? Es ändert sich minimal. Anhaltspunkte gucken am Arsch, da haben wir. Da oben ist ein Fragezeichen. Wir sind hier vorne. Das heißt, wir müssen tatsächlich da hinten hin. Die Frage ist, wo rennt der Geist denn? Rennt der hier auch? Na, ich hoffe hier nicht, rennt er nicht hoch. Ich glaube, er geht wieder. Zerlesen. Maria, die Witwe einer Bergarbeiter, hat mir einen Brief geschrieben. Sie behauptet, das Geheimnis der Familie Hyde zu kennen und ist gewählt, es mit mir zu teilen. Angeblich würde das Wissen alles für immer verändern. Zumindest ist sie davon überzeugt. Sie sagt, dass sie seit Jahren versucht hat, die Aufmerksamkeit des Sheriffs und andere Würdenträger zu gewinnen, dass man sie jedoch abgewiesen hat, weil sie angeblich von Trauer ausgelöste Wahnverstellung hätte. Ich treffe mich heute persönlich mit ihr. Ich hoffe, dass ich mit Hilfe ihrer Geschichte dafür sorgen kann, dass Jacob Hyde angeklagt wird. Der Mistkerl soll in eine Zelle verrotten. Ja, mein Bauchgefühl sagt mir, dass dies der Fall ist, der meinen Namen in die Schlagzeilen bringen wird. Eine gepeinigte Witwe, ein käuflicher Sheriff, ein gieriger Minenbesitzer, der auch vor Verbrechen nicht zurückschreckt. Ich habe mein ganzes Leben lang darauf, auf solche Chancen gewartet. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen... Okay. Maria seemed to know the whole story. She mentioned some secret in my family, something that could change everything, bring us down forever. What could she mean? So, mein Vater war außer sich, als er erfuhr, dass sein Partner zu den Opfern gehörte. Einige behaupten sogar, er habe ihn loswerden wollen und endlich seinen Willen zu bekommen. 4 Tote durch Explosion in Mine. Bezüglich des Unfalls, der ausführlichen in der letzten Ausgabe dieser Zeitung besprochen wurde, sind neue Erkenntnisse an die Öffentlichkeit gedrungen. Die Explosion in der Caroline Mine, Blackstone, New Hampshire, kostet nicht allein 3 Bergarbeiter, sondern auch einen der Eigentümer des Unternehmens, George Whitehead, das Leben. Jacob Hyde, der 2. Eigentümer, lehnt es ab, mit den Journalisten zu sprechen. Er veröffentlicht einzig und allein eine kurze Erklärung, in der er der 5 Familien der Opfer seine Beileid aussprach. Ah. Okay. So weit, so schlecht. Das bot sich gerade einfach mal so an, hier durchzulaufen. Kein Licht entzündet. Auch ich kann mich mal... Wo kommt der Geist her? Kommt hier aus dieser Ecke nur, ne?
Okay, wir sind hier. Nee, das ist ja da, wo wir ursprünglich mal hergekommen sind. Wobei, wenn ich hier richtig wieder rauskomme... Ich will mir das eigentlich gar nicht vorstellen, dass das denn richtig ist. Hat er mich gleich gesehen, der Penner, ne? Durch 13 sind wir schon mal gelaufen, ne? Ah, fuck off, ne? Na, dann gehen wir hier halt durch. Hier geht's tief. Aha! Oho! Da ist ein Licht wieder ausgegangen, also das ist nicht korrekt. Verdammt. Das sind auf jeden Fall zwei Geister, ne? Nö, nö. Ah ja, er ist weg. Hoffe ich doch. Meine Fresse. Als ob das nicht schon schwierig genug wäre jetzt hier mit zwei Geistern. Mit einem Geist war auch schon schwierig. Hier ist nichts. Warum sollte es so einfach sein? Oh ja, komm ruhig hierher. Kein Problem soweit. Oh Mann, der kommt wirklich her. Nein. Das ist ja so ein Mischmasch mit der alten Etage zu der neuen Etage. Es vermischt sich hier alles komplett. Den grünen Licht folgen. Da stellt sich immer die Frage, wohin? Ich denke mal hierher vielleicht. Sind wir schon durch die... Ja. Aha! Ja, da waren wir ja gerade schon. Da haben wir diese Sachen gelesen. Nun, jetzt stellt sich mir die Frage, wo sollen wir sonst denn? Grüne Lichter folgen. Wir folgen einfach den grünen Lichtern. Grünlichter sind nur irgendwo an einer Wand. Und natürlich da, wo Geister sind. Er kommt tatsächlich hier, der Penner, ne? Ja, er kommt hier. Unglaublich. Sind sie doch schon mal gelaufen. Es sind keine anderen Lichter mehr hier. Hey, ich verstehe das nicht, Mann. Es ändert sich nichts. Wir kommen nachher hier raus, ein leerer Gang.
13 laufen. Oh mein Gott, wo ist der? Musste gerade. Oh. Puppel in der Nase. Das ist ein Geist. Die 13. Scheiße. Einen Ausweg gibt es hier durch. Momentchen. Ja, die Mine. Die liebe Mine. Okay. Wir kommen hier dann normalerweise immer raus. Ah ja, guck mal hier. Gehen wir doch mal hier rein. Guck mal einer an. Den Weg, um die Mine zu verlassen. Okay, offensichtlich haben wir jetzt hier endlich einen Weg rausgefunden. Oh. Badam! Okay, oh Mann, dieses Kabel ist immer noch total steif. Ich spiele zu wenig PC tatsächlich. Das sollte ich mir öfters machen. Nicht immer diese Streams. Was ist hier los? Aha! Moment. Ich weiß, worauf es hinauslaufen soll. Das ist natürlich so zeitlich begrenzter Shit, ne? Die Weiche stellen, ja. Moment. Das ist verkehrt. Ich will in die andere Richtung. Habe ich nicht richtig gestellt, dann? Ja, jetzt ist es immer noch verkehrt. Digga. Mich eigentlich verarschen? Geht nicht mehr zur Stelle, ne? Anstatt, dass man hier was schieben kann von beiden Seiten oder so ein Scheiß, ne? Den Knüppel kann ich da nicht wegnehmen. Ey, was willst denn du? Ja, aber das ist doch, wenn man die Weiche so stellt, sieht man doch. Der rollt der nach da rein. Nicht nach da rein. Und jetzt stelle ich mal die Weiche nach da. Dann rollt der doch logischerweise nach rechts. Hä? Ich schnall das nicht. Willst du mich verarschen, Junge? Nee, er will aber nach links rollen. Ey, check ich nicht. Jetzt geht es in die richtige Richtung. Hier, guck doch mal richtig hin jetzt hier. Was war das?
Das haben die Geister bestimmt gehört. FIFA Fum, wer treibt sich hier im Keller rum? Was ist das? Okay. Oh, was war das? Oh mein Gott, ich soll da wohl nicht runterspringen, oder? Geil. Oh! Das war bestimmt ein Fehler, dass ich da rüberspringen konnte. Okay! Okay! Ahu, ahu! Hä? Was bist du? Ah, ein Eingefrorener, der Bofrostmann. Der Bofrostmann, der Bofrostmann. Oh, sein Herr schlägt noch. Ja, ich lebe noch. Bastard! Und jetzt? Was ist jetzt? Oh, okay, dann sollen wir mal weglaufen. If he so much as touches me, I'll freeze to death. Ja, das ist klar. Oh! Ja. Ja, nimm! Ja, mach! Oh Gott! Alle ab! Alle ab! Alle ab! Oh Gott, scheiß mich gleich voll! Hör auf, hat er gesagt. Scheiße. Du bist tot. Wir waren der letzte Checkpoint. Bestimmt den ganzen Shit nochmal von vorne laufen, wa? Wird geladen. Mach doch. Okay. Überall diese ganzen Jungs. Ich hab mich verdrückt. Fuck, Mann. Scheiße, der Bofrostmann. Bofrostmann und seine Homies, Alter. Die Klinkenputzerbande. Alle nett zueinander sein. Jetzt ist es auf einmal der andere Knopf. Ich habe schon im Vorfeld so diesen vermeintlichen richtigen Knopf gedrückt und dann auf einmal buh, der andere. Oh Mann, doch. Das wird, wir werden daran scheitern, weil er sich immer wieder einen neuen Knopf überlegt. Digga! Mein Hund geht schon flüchten hier. Und ich hab noch damit gerechnet. Bart ab, der macht diesen anderen Knopf. Alter Bofrostmann, lass mich in Ruhe. Hoch, doch. Meine Güte, geh doch da hoch. Ach, die können nicht springen, okay. Das war noch nicht alles, dafür wette ich meinen Arsch. Thank you.
Und jetzt? Frostwelle, geh hinter den Metallbalken in Deckung, um dich vor Schnee zu schützen. Drücke Leertaste, um fortzugehen. I need to be careful. One of those blasts could freeze me to death. Digga. The heart is his weakness. If I can hit him there, all be over. Scheiße, Bofrostmann! Oh, steh auf, Junge. Scheiß Buffrost, Mann, ich reiß das Herz aus. Hab auf. Nein, nein. I told you to get out! Beide weg, wa? Nein, er ist doch da. Oh! Der sieht mich nicht. Du siehst mich nicht. Ist gut. Meine Suche nach dem Eindringling hat sich in einem Albtraum verwandelt. Emma behauptet, dass ich 6 Stunden lang in den Wäldern herumgeirrt sei. Was noch viel schlimmer ist, jemand ist in mein Büro eingebrochen und hat die Telegramme gestohlen. Während ich den Dieb verfolgte, musste ich in einer schrecklichen Wahrheit ins Auge blicken. Wir werden seit langer Zeit beobachtet. Die Sowjets, sie wissen über alles Bescheid. Keinen erkennen jedes kleinste Detail. Die ganze Sache wird. Ich glaube langsam, dass Nikolas nie den Verstand verloren hatte. Auch er war nicht allein. Jemand folgte ihm auf Schritt und Tritt. Okay, Kinderchen, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Es hat Spaß gemacht und es war auch ein sehr, sehr gruselig. Also, wir sehen uns wieder nächste Folge. Ciao.